Okay, aber hier sieht es erstmal geklärt aus. Oh, mein neuer Thron. Ich glaube, hier bleibe ich. Was? Bird. Siehst du aus wie Bird. Oh, erstmal ein bisschen frisch machen hier. Schön im Rostwasser. Nee, runter will ich noch nicht. Noch nicht runter. Erstmal hier noch alles fertig durchsuchen. Okay, aber ich muss auf jeden Fall runter, damit ich weiterkomme. Kill all. Freundlich Hallo sagen und ein bisschen was in die Luft jagen. Ein bisschen aufmunitionieren. Das ist immer gut, da weiß man, was passiert. Nämlich, dass man dann einfach gleich Ärger bekommt. Na, das hat mir jetzt nicht gefallen. Mit diesem Schalterbob hatte ich nämlich, was ich bisher auch noch nicht wusste. Einfach so eine Gasflasche runterfahren lassen. Und damit war dieser unglaublich schwere Gegner nämlich schon erledigt. Cool. Das war ja einfach. Ja, da drüben stand irgendwann mal jemand. Pistolenmunition. Ein paar Dollars. Noch kein Bauteil. Granaten. Nehme ich auch immer gern mit. Da haben wir die Kolben. Da haben wir alles zusammen. Sehr, sehr schön. Ah, jetzt nervt es wieder rum hier. Naja. Zumindest ganz kurz. Und weiter geht's. Jetzt müssen wir uns nur noch durchschlagen, Ödland betreten. Da sind wir ja quasi schon durch. Und ich werde wieder freundlich empfangen von meinen guten Brüdern Hinz und Kunz. Yeah. Jetzt habe ich hier einen schönen neuen ATV mit Hörnern. Oh, irgendwie hat er eine ganz schön hässliche Rübe, der Typ. Und dann geht's auf. Zurück zu DR, denke ich, oder zu dem anderen Typen? Nicht zu dem anderen Typen. Eine Outrigger-Siedlung, wenn ich mich recht entsinne. Nee, doch nicht. Doch zu DR zurück. Damit dürfte es funktionieren. Okay. Sehr schön. Der Buggy dürfte bald fertig sein. Aber bevor du damit lostüst, muss ich dir erst ein paar Dinge erklären. Denk dran, das Ödland ist ein gefährlicher Fleck. Ruf mich an, wenn deine Karre im Eimer ist und nicht mehr fährt. Dann schleppe ich dich her. Okay. Und, solltest du mal was zu reparieren haben, dann komm einfach zu mir in die Werkstatt. Okay, lass mich die Teile einbauen, dann bist du voll am Start. Super. Komm, nimm dir das Funkgerät vom Tresen. Okay, mach ja schon. Yeah, Hölle, meine neue Karre. Schön höher gelegt.
extra kleinen Reifen. Alles fertig. Kannst abdüsen und denk dran. Wenn du einen Abschleppwagen brauchst, funk mich an. Alles klar, dann steig mal ein. Oh ja, mach ich. Hohoho. War Vorsicht. Jetzt geht's ab hier. Ja, ab gegen die Mauer. Ist das gehört? Immer schön gegen die Mauer. Ah, ich stelle mich schon wieder an. Okay, Dan wollte noch irgendwas. Da kann man nicht zugucken beim Fahren. Die Steuerung ist wieder so anders wie zu dem ATV. Da muss ich mich, glaube ich, erst wieder dran gewöhnen, ganz kurz. Wie gefällt dir der Buggy? Sieht nicht Spitze. Viel aus, aber wenn du ein paar Waffen anbringst, kannst du es mit so gut wie jedem aufnehmen. Und? Lust auf noch mehr Arbeit? Na, immer doch. Banditen haben den Kontrollpunkt am Eingang des Canyons eingenommen. Wollen uns von der großen Stadt im Osten abschneiden. Das müssen wir verhindern. Ich könnte deine Fähigkeiten gut für einen kleinen Sprengjob gebrauchen. Würdest du das für mich tun? Ich würde dir sogar mein gutes altes Scharfschützengewehr leihen. Oh, sehr schön. Zerstöre die Barrikade. Ich könnte deine Fähigkeiten gut für einen kleinen Sprengjob gebrauchen. Die Shrouded haben im Canyon südlich von hier eine Barrikade errichtet und dadurch sind wir von Wellspring im Osten abgeschnitten. Nimm diese Sprengladungen und bring sie am Tor an. Hier ist mein Scharfschützengewehr. Ziele von der Deckung an der Straße aus, denn die Barrikade ist gut verteidigt. Zerstöre die Barrikade und ich werde dich dafür belohnen. Ja, das klingt doch wie etwas, was ich machen kann. Bring sie am Tor an und dann lauf. Viel Glück. Na? Scharfschützengewehr. Das Scharfschützengewehr eignet sich perfekt, um weit entfernte Feinde auszuschalten. Drücke E, während du zoomst, um maximal an dein Ziel heranzuzoomen. Na, dann werden wir das gleich mal probieren. Ich kann mit der Hütte nicht fahren. Mal schauen, ob ich wenigstens irgendwas treffe. So. Schön. Hinlegen und mal gucken, was hier los ist. So, dort haben wir auf jeden Fall einen. Weniger. Da ist einer. Den habe ich verfehlt. Und Ende. Und du? Habe ich auch verfehlt. Ich weiß gar nicht, könnte ich hier mit dem... dem noch ranzoomen. Sieht gerade nicht so aus. Ich glaube, ich müsste dafür nochmal in die Steuerung schauen. Wie das mit dem Zoomen war. Okay, da gehe ich ein bisschen ran. Und da bin ich direkt beliebt. Dass wir aus der Entfernung sehen, ist schon... Und dann auch noch so unglaublich schlecht getroffen.
So, wo ist der mit seinen Raketen? Dort. Headshot. Ist er erledigt? Sieht so aus. Und du. Dich will ich auch auf Headshot. Sehr schön. Da muss ich direkt hier beim echten Scharfschützen die Luft anhalten. Damit ich es nicht verreiße. Da oben sehe ich noch einen. Dort. Versteckt sich hinter der anderen Leiche. Und dann werden gleich zwei dort oben. Headshot. So, es ist doch noch irgendjemand zu sehen, der vielleicht rumnerven könnte beim Sprengen. Erstmal nicht. Na, würde ich sagen, ab in den Buggy und dann fahren wir einfach mal vor und schauen, was dort geht. Wahrscheinlich werde ich gleich wieder gesprengt. Ja. Da war noch nicht alle tot. Wo ist er? Dort. Jetzt ist der tot. Fehlt da noch irgendwo einer? Sieht nicht so aus erstmal. Okay. Auf ein neues. Ja, das sieht doch ganz gut aus hier. Jetzt können wir hier schön die Hütte wegspringen. Lauf. 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 Na, gerade noch nicht. Habe ich gerade noch keine Lust dazu. Ich komme mit dem Fahrzeug noch nicht so richtig klar. Da muss ich mich erst wieder einfahren. Okay, zurück zu Dan.